Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV. Heute mit einem weiteren Video von mir. Heute, an diesem Donnerstag, möchte ich euch eine Serie zeigen, die mich sehr, sehr begeistert. Und zwar die Rede ist von Seychellen Rupje. Ihr werdet schon in einigen Videos von mir die Scheine gesehen haben. Ich habe nicht viele Scheine von den Seychellen, aber heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal die paar Scheine, die ich besitze von den Seychellen. Zuerst einmal, wo liegen die Seychellen? Die Seychellen, die liegen in dem Indischen Ozean und sind eine Nachbarinselgruppe von der Insel Mauritius. Sie haben nicht viele Einwohner, aber sind bekannt für ihre Traumstrände. Und Touristen reisen dort gerne hin, natürlich die, die das nötige Kleingeld haben. Fangen wir an mit der Serie von 1900. 99, ja 1998, Entschuldigung. Und zwar mit dem größten Nominal, nämlich den 100-Rupien-Schein. Also hier haben wir übrigens eine fleischfressende Pflanze vorne drauf. Hier das bekannte Wappentier, nämlich die Schildkröte, die uns auf vielen, vielen Banknoten verfolgen wird. Ja, hier haben wir den Umriss der Seychellen auf dieser Goldfolie drauf gedruckt. Und ja. Hier haben wir den Präfix, das ist ein AA-Präfix. Und ja, und auch hier sehen wir natürlich wieder sehr schöne Musterungen, was ein bisschen an ein, ja, weiß nicht, an was mich das jetzt hier erinnern soll. Aber eine schöne Banknote, auch eine sehr begehrte Banknote. Die Serie sammle ich zwar nicht, weil mir die nicht so gefällt, aber es sind schöne Scheine, auch hier mit den Silberstreifen. Auf der Rückseite haben wir auch wieder eine Schildkröte, und zwar hier eine Landschildkröte. Entschuldigung. Auf den 100-Rupien-Schein. Hier haben wir Möwen wahrscheinlich, hier haben wir eine Palme, da haben wir eine Küste und hier oben Muscheln. Diese Muscheln übrigens sind in Papua-Neuguinea auch eine offizielle Währung, was viele nicht wissen. Ja, kommen wir zu den nächsten Scheinen, nämlich den 50-Rupien-Schein. Auch hier zieht sich das Thema der Serie fort. Hier haben wir auch wieder einen Fisch. Zwar einen anderen. Sieht eher aus wie so ein Dollarfisch oder so ein Scheibenfisch. Hier haben wir wieder die Seychellen abgebildet. Hier ist die Schildkröte im Wappen. Und hier haben wir wieder diese Blumen, also andere Blumen. Und auch hier haben wir wieder dieses Muster, was übrigens eine Muschel darstellen soll. Ja, Präfix ist hier AB, 50 Rupien. Auch hier ist wieder der Silberstreifen vorhanden. Ja, auf der Rückseite haben wir hier diesmal einen Vogel statt einer Schildkröte. Im Fenster hier haben wir diese Fische abgebildet. Und auf der linken Seite sehen wir hier einen Turm, der uns sehr stark an den Turm von der in London erinnert. Das ist ja nicht der Big Ben, sondern so heißt ja nur die Uhr, sondern ja, genau, und hier unten für Autoliebhaber haben wir sogar noch zwei Autos als Detail abgebildet. Ja, eine sehr schöne Banknote. Ja, der nächste Schein ist der 10-Rupien-Schein. Hier übrigens mit einer richtig tollen Besonderheit, und zwar das ist der 10-Rupien-Schein von 1997. Die Besonderheit hier ist vor allem diese niedrige Seriennummer. Ich habe euch schon oft was über niedrige Seriennummern erzählt. Woran erkennt man die? Die erkennt man vor allem daran, dass die unter 1000 sein muss, die Seriennummer. Der Präfix dabei spielt nicht wirklich eine Rolle. Also hier ist der Präfix AE und die Seriennummer ist 000154. Sehr schön, so niedrige, also Banknoten mit so niedriger Seriennummer zu haben. Die haben immer einen sehr guten Verkaufswert. Ich persönlich sammle die natürlich, weil. Sind halt meine Scheine. Ja, hier haben wir auch wieder die Seychellen abgebildet. Hier haben wir diesmal auch wieder einen anderen Fisch. Hier eine Palme, die gerade Kokosnüsse trägt. Und auch hier wieder diese Muscheln. Und hier haben wir wieder diese Schildi. Ja, die Rückseite haben wir auch wieder eine Schildkröte. Hier. Übrigens einer der bekanntesten Banknoten. Einer der beliebtesten. Hier haben wir jetzt Vögel in dem Fenster. Und hier. Auch wieder eine Kokosnussklaube. Auch hier wieder die Muscheln, die sich durchsetzen. Ja. Kommen wir jetzt vor der aktuellen Serie, der sogenannten aktuell in Zirkulation befindlichen Serie und die neueste.
Ausgabejahr ist 2015 und fangen wir mit meinem in der Sammlung befindlichen kleinsten Schein an, und zwar den 50-Rupien-Schein. Was hat sich geändert zu den anderen Rupienscheinen? Jetzt können wir mal auch die Scheine miteinander vergleichen. So, wir sehen hier unter anderem, dass halt diese Größe der Scheine anders ist. Die neue Serie wurde kleiner gemacht. So, wir haben hier ein Hologramm und hier ein Hologrammstreifen, während hier nur ein Silberstreifen ist auf dieser Serie. Ansonsten ist die Vorderseite natürlich komplett anders gestaltet, farbenfroher als diese. Aber gucken wir uns erstmal die Banknote genau an. Uns auch eventuell mal das Hologramm. Ein sehr schönes Hologramm, oder? Übrigens sogar der kleinste Wert, nämlich der 25-Rupien-Schein, hat ein solch schönes Hologramm. Also guckt euch das Feuer an, Leute, wie ein Diamant. Richtig schön, oder? Was sagt ihr? Ja, auch hier der Streifen natürlich hat sehr schönen. Hier ist der Präfix BA. Hier haben wir ein Gecko. Und es ist tatsächlich in drei Sprachen ausgeschildert. Also alles steht auf drei Sprachen drauf. Ähnlich wie bei der Vorgängerserie. Auf der Rückseite haben wir einen Frosch. Das ist für Froschsammler sehr interessant. Ansonsten ist die Rückseite recht einfach, finde ich, gestaltet. Können uns ja die natürlich gerne auch mal im Detail angucken. Hier so eine Urwaldszene. Ja. Gehen wir zum 100er. Auch hier können wir natürlich wieder vergleichen. Ich habe jetzt nur einen 100er in nicht sehr schöner Qualität. Aber auch hier wieder. Vom Design her anders. Es ist natürlich eine sehr tierreiche Serie. Anders als hier, wo halt nur Pflanzen drauf sind, sind hier halt Tiere drauf. Also Vögel. Ausschließlich Vögel. Ja. Genau, auch hier sehen wir wieder diese Unterschiede. Mit Hologramm, ohne Hologramm, mit den Hologramm-Silberstreifen, hier ein ganz normaler Silberstreifen. Auch die Schildkröte verfolgt uns gar nicht. Ja, und auf der Rückseite sehen wir natürlich auch Unterschiede, aber dazu werden wir jetzt den Schein weiterhin betrachten. Ja, hier haben wir das Hologramm, auch wieder ein sehr schönes Hologramm mit einem sehr schönen Feuer. Wie gesagt, der 25er hat auch so ein Hologramm, ich besitze ihn leider nicht mehr. Ging letztens raus, hat mir nicht so gefallen im Zustand. Ja. Sehr schöner Schein, oder? Ja, hier ist der Präfix ebenfalls BA. Ja, gibt es eigentlich jetzt nicht viel zu so sagen. Hier unten haben wir noch schöne Blumen. Auf der Rückseite haben wir eine Schnecke. Zwei Schnecken. Einmal hier mit so einer Art, es ist ja kein Smaragddruck. Ich weiß nicht, wie man das jetzt hier nennt. Amethystdruck. Auf jeden Fall, es schimmert sehr schön. Ich kann es ja auch mal am Schein zeigen. Sehr schön, oder? Wie gefällt euch das Sicherheitsmerkmal? Wirklich sehr schön. Auch nur auf den 100er und 500er drauf. Hier oben haben wir eine Schnecke, die da auf den Blumen rumklettert. Hier haben wir wieder einen Vogel abgebildet und die 100 ist hier unten weiß gestaltet. Nun kommen wir zum höchsten Nominal, den ich besitze. Da bin ich auch stolz, den zu haben. Ich habe den recht günstig gekriegt, nämlich für gerade mal 25 Euro. Und wollt ihr ihn sehen? Ja? Wollt ihr? Also wenn ihr es jetzt nicht sehen wollt, einfach Video beenden, ne? Aber ich zeige ihn euch. Guckt euch den Schein an. Ist der nicht schön? Es ist eine Hybridbanknote. Und ist auch eine Banknote hier mit einem Banknotenfenster. Wie man sieht. Ja, auch hier ist wieder das Hologramm. Aber statt einen Silberstreifen hat diese Banknote halt dieses Fenster, wo man durchgucken kann. Also diese ist halt eine Hybridbanknote. Und ja, mir persönlich gefällt die Banknote nicht so sehr gestaltungstechnisch, aber es ist halt ja durch das Hologramm. Ich finde diese Hologramme von dieser Serie extrem schön. Also schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ähnlich wie bei den 100 Dollar Scheinen von Fidschi haben wir hier auch eine Biene abgebildet. Und ja, hier so etwas, was aussieht wie eine Doppelhelix, also der DNA-Strang, DNS-Strang. Präfix ist hier BB. Hier haben wir nochmal den Gouverneur abgebildet. Und ja, ansonsten ist das eine sehr saubere Banknote ohne wirkliche Gestaltung. Auf der Rückseite haben wir jetzt hier ein Chamäleon abgebildet, mit der Besonderheit, dass hier das
etwas anders gestaltet ist von der Struktur her, dieser Golddruck, als bei den 100ern. Nämlich dieser schimmert ein bisschen mehr, wie man sieht. Was natürlich auch fälschungssicherer ist. So Kreise bildet er. Hier haben wir dann nochmal einen Gecko, der von A nach B springt. Ein Orchideenstrang. Und hier haben wir, wie gesagt, die Bienen. Und hier, das hat mich sehr verwundert, dass da überhaupt eine Eule drauf ist. Ich wusste gar nicht, dass auf den Seychellen überhaupt Eulen gibt, bis zu diesem Schein. Und ja, ansonsten ist es eine sehr gelungene Serie. Mir gefällt sie sehr. Ja. Und ich hoffe, euch hat auch dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV.